Wie kann man die YouTuber-Insel nachbauen? Nachdem mittlerweile schon einige Leute anfangen, die YouTuber-Insel-Map nachzubauen, mit allen Häusern, die es darauf gibt, und ein paar davon sogar schon fast fertig sind damit, fragen sich natürlich trotzdem viele Leute, wie man die Häuser und Villen auf der YouTuber-Insel am besten nachbauen kann. Wir wissen natürlich alle, dass man mit dem Minecraft-Seed der YouTuber-Insel die gleiche Welt hat wie die YouTuber-Insel, nur ohne alle Gebäude. Man kann also auf jeden Fall Block für Block die Insel nachbauen, indem man sich die Videos anschaut und alles einfach aus den Videos abbaut. Das wissen natürlich alle. Das ist sehr, sehr harte Arbeit und braucht sehr viel Zeit. Aber wie kann man das schneller machen? Wie kann man am besten die YouTuber-Insel nachbauen? Wir wissen natürlich, ein paar Häuser, die auf der YouTuber-Insel gebaut wurden, sind von YouTube-Videos. Die krasse Villa von Standardskill ist zum Beispiel diese Villa von Gintube. Der YouTuber Gintube hat diese Villa in seinem Modern City-Bauprojekt gebaut. Wenn man also die Villa von Standardskill nachbauen will, kann man dieses Tutorial-Video von Gintube nutzen, indem er Schritt für Schritt zeigt, wie das geht. Genauso ist das auch zum Beispiel bei der Villa von Blackjack. Diese Villa ist von dem YouTuber Jannis Gerzen, der auch Minecraft Villa Tutorials macht. Die große Yacht von Timmy ist von dem YouTuber New Freedom MC. Der Lotus Tempel ist von Blue Bits, der ein Minecraft Tutorial zu einer japanischen Burg gemacht hat, und genauso ist das bei dem Lotus Drachen auch. Dieser wurde von dem YouTuber Mine7Craft gebaut, in dem Video, wie man einen chinesischen Drachen baut. Aber wie kann man die Landschaft und ganz Paulberger Hills nachbauen? Das ist ganz einfach, wenn man auf dem Paulberger Minecraft Server den Paulberger Rang hat, denn dort gibt es einen ziemlich einfachen Weg. Dort kann man die YouTuber in der Map besuchen und sich das anschauen. Wenn man sich in dieser Welt umschaut, dann kann man natürlich gleich schauen, an welchen Stellen welche Dinge wirklich gebaut wurden und sie mit den Koordinaten exakt an die gleiche Stelle in der eigenen Welt bauen. Die meisten Leute haben aber natürlich keinen Paulberger Rang. Deshalb ist das keine wirkliche Option. Um aber die YouTuber-Insel gut nachzubauen, sind die meisten Livestreams von den YouTubern auf der Insel die beste Möglichkeit, Material zu finden, von dem man einfach abbauen kann. Dort haben sie nämlich keine Schnitte drin und es wird auch nie an die Kamera gezoomt oder ähnliches und sieht wirklich am besten, wo alles gebaut wurde. Aber was denkt ihr? Gibt es noch eine bessere Möglichkeit, die YouTuber-Insel nachzubauen, die noch schneller geht? Abonniert und jetzt tschüss.